Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play SimCity. Ja, letzte Folge haben wir mit einem ziemlich spektakulären Ende beendet. Ja, ich war aber leider gezwungen. Ich hatte erst gesagt, ich lasse einfach den Zeitraffer laufen. Hatte ich auch gemacht, aber das hat sich leider nicht sehr viel getan. Und dachte ich mir, okay, wenn du da schon was versprochen hast, da habe ich einfach hier den Kern ein bisschen wegplaniert. Habt ihr ja gesehen. Und das sind dann halt die neuen Häuser hochgezogen hier. Und ich fand das ziemlich cool. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe natürlich, dass es euch auch zugesagt hat. Was ist jetzt mein Plan? Das weiß ich selber noch nicht ganz so genau. Erster Schritt soll es erstmal sein. Es hat ja hier nicht funktioniert anscheinend mit dem No More Fail Beam Fragezeichen. Und jetzt hat zeitgleich dazu Leo Van Hagen einen sauguten Vorschlag gemacht wegen Stadtnamen. Den fand ich richtig gut. Und zwar hat er adaptiert von Birmingham gesagt, warum nennst du deine Stadt nicht einfach Beamingham? Finde ich richtig gut, weil es soll ja so ein bisschen britische Stadt sein, ein bisschen Industrie und so. Und mit dem Big Ben passt das eigentlich. Und ich finde, dass das auch ganz gut von der Zunge geht. Das müsste ja so dann richtig geschrieben sein, ne? Beamingham, das dürfte passen. Taufen. Und da lassen wir das jetzt einfach mal so. Finde ich gut. Und ich denke auch, Sergson wird mir das nicht übel nehmen, dass ich da seinen Namen jetzt erstmal wieder verworfen habe. Fand ihn ja trotzdem gut. Ja, ich würde jetzt vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten machen. Wollen wir das? Am liebsten würde ich ganz mal fix die Straßen upgraden. Das fällt mir jetzt hier gerade auf, weil ich vergesse das sonst wieder. Ja. So, das hätten wir schon mal. Und man sieht auch, guck mal, wie viel Geld wir jetzt schon haben. Also ich habe jetzt einen Zeitraffer halt gemacht, dann abgerissen, dann nochmal einen Zeitraffer. Also es ist jetzt nicht so super viel Zeit vergangen, vielleicht 10 Minuten oder so. 15 Minuten, ich weiß es nicht, aber wir haben jetzt 2,4 Millionen Simoleons. Also geht gut ab hier, was die Kohle angeht auf jeden Fall. Oder die Asche oder das Geld, wie man es auch immer nennen möchte. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal noch fix eine Stadt von jemand anders an, ne? Ich hoffe, dass das jetzt klappt und na gut, so viel ist ja jetzt nicht passiert. Ich müsste dann höchstens wieder die Stadt, die Straße neu machen, wenn das jetzt zurückgesetzt wird. Also wäre jetzt nicht ganz so schlimm. Gehen wir mal Regionskarte. Hamburg waren wir noch nicht gewesen. 44.000 Einwohner. Was haben wir noch? Gangster Nation, 63.000. Nee, wollen wir mal Gangster Nation nehmen? Kupferdreh, waren wir das schon? Bin ich mir gerade unsicher. Ich glaube, Kupferdreh ist die Stadt, wo ich hier eine Stadtvorstellung gemacht hatte. Ja, da muss ich dann nochmal gucken, da bin ich mir gerade unsicher. Da gehen wir erstmal Gangster Nation. So, ich muss auch nochmal schauen. Ich habe jetzt schon ein bisschen den Überblick verloren, welche Städte ich schon vorgestellt habe und welche nicht. Und jetzt zu meinem Plan. Also ich würde jetzt vielleicht noch, ich würde am liebsten jetzt schon mit der Touri-Stadt dann langsam anfangen. Und währenddessen immer mal Beamingham. Beamingham noch ein bisschen ausbessern, Detailarbeit machen und so. Aber weil jetzt auch einer hatte geschrieben, ja hier, du kannst ja nicht ständig neue Stadt anfangen und so. Ich möchte da was, aber ich fange gerne mal eine neue Stadt an. Es ist ja nicht so, dass ich dann Beamingham halt komplett nicht mehr spiele, sondern ich würde das halt einfach abwechseln. Ich denke, das ist doch in Ordnung, oder? Also ich würde das einfach mal so machen wollen. Und das mit der Ölstadt lasse ich erstmal weg, weil da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Ich habe da jetzt viel mehr Lust, eine richtig coole deutsche Touri-Stadt hochzuziehen. Und ich denke auch, dass ich da nicht der Einzige bin, der da Lust hat, das vielleicht auch zu sehen. Weiß ich nicht. Aber gucken wir uns jetzt erstmal die Gangster Nation an vom Kevin 96183. Cool, erstmal, erster Eindruck. Dafür, dass es nur 60.000 Einwohner sind, in Anführungsstrichen, ist das schon mal ziemlich solide hier. Was sind das hier für Teile? Ah, so ein Windkraftwerk. Seht ihr, das habe ich noch gar nicht gesehen hier. Das sind aber komische Windräder. Das ist so eine Sci-Fi-Zukunftstechnik oder was? Cool, da sehe ich erstmal ein Windkraftwerk. Ja, dann zoomen wir mal ein bisschen rein und gucken uns die Stadt hier einfach mal ein bisschen an, würde ich sagen. Auf jeden Fall scheint das auch wieder eine sehr coole Karte zu sein. Was ist das hier hinten? Ach, Autobahn und eine übelst geile Brücke. Hast du die selber gebaut? Gehört die mit zu deiner Stadt? Geil. Richtig cool. Und genau deswegen möchte ich ganz, ganz schnell meine Touri-Stadt hochziehen, weil da können wir ganz viele Brücken bauen. Können wir super viele Brücken bauen. Tue ich jetzt auch mal so ein bisschen mit einem Zaunfall winken, was da noch eine Idee wäre als Stadtname. Mit vielen Brücken? Mal schauen, was da so kommt jetzt. Das ist mir jetzt gerade noch so eingefallen. Also schauen wir uns jetzt erstmal hier noch ein bisschen Gangster Nation an. Aber so Gangster sieht das hier gar nicht aus, oder? Hast du denn keine Polizei hier? Ich finde, das ist hier eine ziemlich schöne, solide Stadt. Also ich kann mir auch vorstellen, hier zu wohnen. Gehen wir mal ein bisschen weiter hoch, dass man nicht schneller geht. So.
Geil, also das mit den Brücken ist richtig cool. Hier hast du auch noch eine. Krass, sieht cool aus, ey. Gefällt mir. Ey, du hast ja halt, wie ist denn das, die eine Brücke hier, geht die über einen Fluss? Okay, das ist halt das Geile, du hast halt einen Fluss und dann auch noch Berge. Das heißt, du kannst halt Bergen, Bergbrücken und Wasserbrücken bauen sozusagen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ist das Bürgermeister? Nee. Ach, das wäre das Bürgermeisterhaus. Baumgärtels Grundstück, okay. Schick. Ich dachte, das wäre das Bürgermeisterhaus. Schön. Schöne Stadt. Mal ein bisschen weiter hier, so. Dann mache ich mal hier so eine coole Rundfahrt. Am geilsten finde ich ja echt hier die Windräder, die fetzen auf jeden Fall. Aber man kann da bestimmt auch diese alten, die mal halt in der Gegenwart momentan haben, die Dinger kann man da bestimmt auch bauen, oder? Die sehen halt so ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, Star Trek oder so, kein Plan. Okay, machen wir mal so eine schöne Kamerafahrt. Gefällt mir auf jeden Fall und das mit den Brücken hast du richtig geil hingekriegt. Und da bin ich ja auch mal gespannt dann, wenn wir die neue Stadt anfangen, ob da, was wir für Brücken bauen können, was für Typen gibt und so. Aber solche Hängebrücken so im San Francisco-Style finde ich eigentlich immer ziemlich cool so, um ehrlich zu sein. Schön, auch geile Karte und so, hast du gut was draus gemacht. Und weil ich jetzt gesagt habe, nur 60.000, du hast ja jetzt auch gar nicht so viel Platz. Also das ist schon ziemlich viel, weil man muss überlegen, dieses ganze Gebiet hier kann er nicht bebauen. Ja, gute Arbeit auf jeden Fall, Respekt. So, Regionskarte, nee, gehen wir erstmal zurück hier. Ist halt die Frage, soll ich die Folge jetzt schon anfangen mit der neuen Stadt oder wollen wir noch ein bisschen ausbessern? In Beamingham. Ich weiß es gerade nicht. Ich würde es jetzt so machen. Ich würde jetzt einfach mal so eine Million rüberschicken in die neue Stadt, in das neue Gebiet. Und bis das angekommen ist, werde ich hier noch ein bisschen Detailarbeit machen. Also vor allem erstmal ein bisschen ein paar Bäume platzieren und so, dass es ein bisschen schöner wird. Mal gucken, was wir noch so machen können. Das denke ich, das ist eine ganz gute Idee, oder? Machen wir jetzt einfach mal. Dafür muss ich jetzt, ach ja, Region. So. Dann hier wollen wir das hinbauen. Hier haben wir diese Ölkarte. Grün, bla, egal. Magnolienmoor, ja, der Name ist scheiße. Also den müssen wir auf jeden Fall auch ändern. So, jetzt hier Geschenk. Ja, alles wollen wir nicht machen. Oh, da muss ich aber jetzt aufklicken. Dann machen wir eine Million. Da haben wir noch ein bisschen was in Beamingham und können dann vielleicht in Beamingham vielleicht auch noch eine Attraktion bauen und so. Das könnten wir auch machen, dafür haben wir ja genug Geld. Muss ich dann gleich mal gucken, wie der Big Ben läuft, was der so an Einnahmen macht. Das würde mich mal interessieren. Okay, Geschenk schicken. So, das müsste jetzt zum Magnolienmoor gehen. Der Menschenfreund schenkt sie einem Nachbarn 200 Simoleons oder mehr. Cool. Gleich ein Achievement geholt. Ja, ich bin halt ein Menschenfreund. Ich helfe mir halt auch gerne mal selbst, aber auch so bin ich eigentlich ein Menschenfreund. Würde mich drum, wenn das so bezeichnen wollen. Ja. Jetzt haben wir 1,4 Millionen. Ich baue jetzt erstmal super spannend Bäume. Aber das machen wir ganz schnell. Auch Bäume sind schön. Und wir machen ja genug Geld mit der Stadt. Das machen wir schnell. Wie viel machen wir denn jetzt? Guck mal. Okay, der Monat hat aber gerade erst angefangen, denke ich mal. Und das kann ich mir das jetzt nicht erklären. Oder seht ihr, da wurde das sogar abgezogen von den Transaktionen. Also hätten wir 1,35 Millionen gemacht, so wie es aussieht. So, Natur. Hierhin Bäume. Hauen wir jetzt mal überall noch ein bisschen Bäume hin, einfach weil es schön aussieht. Weiß ich nicht mehr. Indessen kann ich ja noch ein bisschen in meinem Kopf fühlen, überlegen, was wir noch machen könnten. Also ich finde die Idee erstmal gut noch mit Attraktionen. Bauen wir noch welche? Den Flughafen will ich eigentlich nicht mehr bauen. Das Haus müssen wir, glaube ich, auch noch abreißen, dass hier so, das glaube ich, verlassen, so wie es aussieht. So, mal gleich mal. Hier müssen wir auch noch was hinbauen. Das war ja hier, wo ich rumgefällt habe mit, also hier rumgefällt habe, weil ich die Klinik nicht gesehen habe. So, aber hier passen überall noch gut Bäume hin. Schön. Die, eigentlich können wir das Recycling Center können halt auch noch weiter ausbauen, dass wir halt aus den Sachen, die wir verwerten, auch noch was machen. Weiß ich nicht. Aber das nimmt halt dann gleich wieder so eine Folge in Anspruch oder so. Und da würde ich das sagen, da machen wir das lieber parallel, dass ich halt die Touri-Stadt hochziehe und wenn ich mal wieder Lust habe auf die Stadt hier, was auf jeden Fall mal wieder der Fall sein wird, dann machen wir das Recycling Center dann weiter und so. Ich finde das eigentlich ganz gut, das parallel zu machen. Warum denn nicht, wenn man die Möglichkeit hat? Also abgeschlossen ist das für mich jetzt noch nicht. Das ist, habe ich auch gesagt, das ist einfach für mich jetzt schon mal ein rundes Paket. Die Stadt ist erstmal nicht schlecht so. Man könnte sie so stehen lassen, aber ich sehe das auch ein, dass man dann auf jeden Fall noch was machen kann, klar. Hier geht überall nichts mehr, scheiße. Doch, hier geht noch was. Na komm, Bäumchen, hoch mit euch. Hier auch noch. Ist ja schade, dass Bäume die nicht glücklicher machen.
Sache hier vielleicht noch. Ah, nice. So. Das passt ja dann fast schon. Was ist denn los hier? Irgendwas ist hier gelb. Großes Problem mit Gesundheitssystemen. Das könnte man natürlich auch noch ein bisschen ausbauen. Aber wo haben wir denn die Klinik? Hier. Sieht's denn aus? Alles klar, Aufnahmekapazität 50 von 50. Wellnesszentrum. Aha, tragen Sie in Ihren Nachbarstädten zur Gesundheitsprävention bei. Schickt einen Wellnesswagen zu Wohnhäusern der Stadt, er hilft den Sims beim Putzen und entfernt dabei einige der Keime, die Krankheiten verursachen. Verbeugen ist besser als nach so. Okay, klingt eigentlich nicht schlecht, ne? Wir bauen jetzt erstmal Krankenwagenstellplatz. Das ist erstmal wichtig. So. Ich meine, wir hatten ja auch noch nie das Krankenhaus ausgebaut, das können wir ja ruhig mal machen hier. So, haben wir das. Patientenzimmerflügel. Oh, 75? Ja, okay, cool. Dann muss man. Ah, ne, jetzt muss man nicht abreißen. Sehr gut. Und vielleicht können wir auch oben drauf eins bauen. Das ist ja super. Notfallzentrum. Geduldige und ruhige Seelsorger kümmern sich am Telefon um verletzte Sims. So überleben sie bis zum Eintreffen des Krankenwagens doppelt so lang. Okay. Könnte man echt mal viel ausbauen. Könnte man auch machen. Aber ich will jetzt eigentlich nicht das Hochhaus hier abreißen, um ehrlich zu sein. Bauen wir erstmal das Schild. Und ich würde das erstmal jetzt so lassen. Mal gucken, ob das dann gleich wieder ausgelastet ist, werden wir ja dann sehen. Ja, es sind schon einige kranke Gesichter. Ah, werden wir dann merken. So, jetzt werde ich erstmal noch ein bisschen planieren. Ich mache mal erstmal die Perspektive wieder anders. So. So. So, das sind nämlich einige Häuser hier. Weg damit. Ui, gerade die Industrie sieht überhaupt nicht gut aus hier. So, das war's jetzt schon. Nee, hier ist eine 1. So, das dürfte es aber jetzt gewesen sein. Weil da wird bestimmt jetzt gleich eine 0 draus. 2? Hä? Ja, mach mal das Gegenteil von dem, was ich sage. Okay. So, das dürfte es aber jetzt gewesen sein, denke ich. So. Schön. Wo sind denn jetzt hier eigentlich die britischen Häuser? Das hier? Kingsbridge. Terrace. Mhm. Das klingt doch alles recht englisch hier. Hm? Also gut, das ist alles englisch, aber ich kann mir vorstellen, dass das hier britische Häuser sein sollen. Sieht so ein bisschen britisch aus. Und ich habe solche Häuser, glaube ich, noch nicht gesehen. Also kann schon sein. Ich weiß halt jetzt nicht, ob hier diese hohen Grundstückspreise, ob da jetzt britische Häuser dabei sind. Sowas habe ich halt noch nicht gesehen. Pension Protz, das klingt nicht sehr englisch. Weiß ich nicht. Win-Win-Sender. Mhm. Studentensatz. Okay. Naja. Okay, jetzt noch? Weiß ich nicht. Was können wir jetzt machen? Attraktion hatte ich gesagt, ne? Okay. Wir gucken aber erstmal, wie der Big Ben läuft. 15.000, also machen tatsächlich Gewinn damit. Ja gut, dann bauen wir eine Attraktion. Ich meine, wir haben so viel Attraktionen zur Auswahl und Attraktionen sind ja wirklich interessant und tun dem Stadtbild ja nochmal auf jeden Fall gut tun. Hier bei der Kamera. Was wollen wir da mal nehmen? Was wollen wir da mal nehmen? Akte Triumphe nehmen wir nicht. Bogen 4 Spende auch nicht. Eiffelturm auch nicht. Brandpogotor auch nicht. Auch nicht, weil man, die Mühle hat man ja schon. Dieses Haus finde ich, glaube ich, ziemlich hässlich. Ja, gefällt mir nicht. Fällt auch nicht mehr auf in unserer Stadt. Empire State Building wäre vielleicht eine Idee. Das hatten wir auch schon. Kölner Dom. Ne, den bauen wir in der deutschen Stadt. Schieferturm von Pisa. Ah, der ist so klein. Ich will was Großes haben. Irgendwas, das auffällt. Die Freiheitsstatue wollten wir ja vielleicht, hat auch ein User vorgeschlagen, dass wir das hier vielleicht auf die Insel bauen. Weil rein theoretisch müssen wir das von dieser Karte erreichen. Das weiß ich nicht. Wenn es so ist, dann würde ich das machen. Oder wir bauen uns eine Touri-Stadt. Wenn wir da auch eine Insel haben, muss ich mal gucken. Das sieht nicht schlecht aus. Was ist denn hier? Opa von Sydney. Ich würde ja was eher teureres nehmen, weil wir dann vielleicht auch mehr Einnahmen damit machen. Tokyo Tower. Ah, das ist auch nicht so teuer. 50.000 auch nur. 140. Willis Tower. Das ist ziemlich groß, ne? Willis Tower wäre auch eine Idee. Opa von Sydney. Das ist doch eine Idee. Opa von Sydney finde ich eigentlich ganz cool. Ah, wir haben Platz. Scheiße. Und die muss ich ja wirklich an den Strand bauen. Da jetzt hier alles umzuflügen, habe ich eigentlich wenig Bock gerade. Da bauen wir vielleicht einfach mal dieses Riesenteil hin, oder? Weil Tokyo Tower auch cool ist. Ah, der fällt auch kaum auf. Das Haus würde auffallen. Willis Tower. Dann könnte man sogar einfach hier hinbauen, da wird nur ein Haus abreißen. Da bauen wir den einfach mal, oder? Frage ist nur wo. Ah, hier finde ich eigentlich ganz gut so. Machen wir einfach mal. So. Und da passt auch ein Stadtbild rein. Also das ist in Ordnung. Ist halt jetzt der höchste, das höchste Gebäude hier. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt deplatziert aussieht oder so.
Muss mal gucken, ob das läuft. Was kann man noch bauen hier? Wir können ja Dreier bauen, ne? U-Bahnhaus Oslo. Ja, das ist aber alles so riesig. Da muss ich vielleicht dann doch nur was Kleines bauen. Schieferturm von Pisa. Würde mehr so in Failbeam City oder so reinpassen. So ein Schieferturm. Hätte ja was. Bogen mit Vierspänne. Ich finde immer, das sieht ein bisschen aus wie das Brandenburger Tor. Aber es ist es ja nicht. Ja, sieht aber ähnlich aus, auf jeden Fall. Jetzt bin ich echt doch überfragt, was ich da noch bauen soll. Empire State Building wäre halt noch eine Idee. Sollen wir das Empire State Building bauen? Ich glaube, auch irgendein User hatte sich in der ersten Staffel das Empire State Building gewünscht. Und ich finde, das passt hier rein in die Skyline. Wo ist denn jetzt hier der Willis Tower? Hier, ne? Und wenn wir da jetzt daneben noch das Empire State Building bauen, wird das doch richtig cool aussehen, oder? Müssen wir mal gucken, wie ich den jetzt hinsetze. Das finde ich eigentlich ganz gut, die Idee. So ein bisschen mehr, nee, der muss schon ein bisschen im Stadtkern drinne sein. Direkt daneben? Können wir eigentlich auch machen. Ich guck nochmal. Und sorry, wenn ich da jetzt mal eine Minute brauche, aber Empire State Building, da darf man sich mal kurz Zeit lassen. Ja, ich würde es einfach, hier hinbauen einfach. Machen wir einfach mal. So. Sieht das jetzt aus? Ja, es ist okay. Ist okay. Weil mich stört gerade, dass hier so wenig hohe Häuser sind. Hier kann halt auch nichts Hohes wachsen gerade. Ach, es ist schon cool, oder? Also ich finde es ganz, ganz nice eigentlich. Wir hätten vielleicht ein bisschen näher an den Willis Tower bauen sollen. Der leuchtet doch gerade nicht, das ist natürlich ungünstig. Aber auf jeden Fall sieht die Stadt jetzt nochmal ein Stück cooler aus. Und wir haben jetzt auch schon wieder 80.000 Einwohner. Ich bin natürlich jetzt mal gespannt, ob das auch Gewinn abwirft. Ich hoffe es zumindest. Momentan minus 1000. Aber da müssen wir mal schauen. Das muss jetzt erstmal eine Weile hier stehen. Gut. Das war es ja dann eigentlich erstmal. Was sollen wir hier nochmal das ausbessern wollen? Aber eigentlich auch nicht. Wie sieht es mit den Straßen hier aus? Was wollen sie denn? Ja, Gebiete, klar. Da wäre ich mit der Stadt zweitestgehend erstmal fertig. Ich habe leider keinen Plan, wie lange die Folge jetzt schon geht. Ja gut, machen wir erstmal Schluss an der Stelle hier. Sollte die Folge ein bisschen zu kurz sein oder so, dann mache ich die nächste einfach ein bisschen länger. Ich denke auch, das ist ein ganz guter Punkt, denn das Stadtbild und so, das ist erstmal ganz nice. Es ist, wie gesagt, erstmal halbwegs rund die Stadt. Dass wir dann nächste Folge direkt loslegen mit unserer deutschen Touri-Stadt. Da habe ich richtig Bock drauf, ich freue mich da auf jeden Fall. Und hin und wieder werden wir auf jeden Fall auch mal wieder Birmingham besuchen. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Folge auch wieder am Start seid. Ja, macht's gut. Tschüss.